Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Interviewreihe der Deutschen Krebsstiftung, bei der wir Ihnen jeden Monat eine beeindruckende Persönlichkeit vorstellen wollen. Einen Cancer Survivor. Meine Damen und Herren, jeder Mensch hat eine ganz individuelle Geschichte und wer eine Krebserkrankung überstanden hat, hat eine ganz besondere. In unseren Gesprächen wollen wir das Licht und den Spot auf diejenigen lenken, die auf besondere Weise mit ihrer Krebserkrankung umgegangen sind. Mut machen, Ja zum Leben sagen zu können. Anstöße geben, eine Krebserkrankung auch anders zu denken. Unser heutiger Gast vereint in ihrer Persönlichkeit Künstlerisches und Abenteuerlust. Sie ist Bildhauerin und kam zum Höhenbergsteigen erst durch einen schweren Schicksalsschlag. Sie erhielt 2010 die Diagnose Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Als Mutter von drei Kindern resignierte sie jedoch nicht und kämpfte entschlossen gegen die Krankheit an. Wenn alles gut ausgeht, besteige ich den Everest. Es ging gut aus und sie erreichte ihr hochgestecktes Ziel, den Mount Everest mit 8848 Metern. Sie hat ein Stück alpine Geschichte geschrieben und wie ich finde, ein großartiges Stück Geschichte. Jetzt hat sie Platz genommen bei uns auf dem roten Survivor Chair. Herzlich willkommen, Heidi Sand. Heidi, erzähl uns deine Geschichte. Wie war dein Leben vor der Krebserkrankung? Ich war mit einer Leichtigkeit mit meinen Skulpturen beschäftigt, mit meinem Sport, mit meinen drei Kindern, die ich großgezogen habe und mit meinem Mann. Damals hatten wir noch einen Hund. Ja, das Leben war erfüllt. Wie kam es zu der Diagnose Darmkrebs? Es war 2010. Im Mai stand ich auf dem Mount McKinley. Ich war in meinem Element. Ich fühlte mich bärenstark. Dann kam es anders. Beim Abstieg fingen an, mich Magenschmerzen zu plagen. Und kurze Zeit später zu Hause in Stuttgart war ein Training nicht mehr möglich. Unweigerlich, ich musste montagmorgens zum Arzt. Der wurde ziemlich blass, hat mich gleich da behalten und am nächsten Morgen notoperiert. Der Tumor saß ganz am Ende des Darmes. Das war mal eine ziemlich knappe Geschichte und er kam ein paar Tage später mit dieser Diagnose Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadium zu mir ins Krankenbett. Also mir hat es zunächst einmal komplett den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe mit ihm gestritten, ich habe gesagt, er muss die falsche Akte in der Hand haben. Ich fühle mich eigentlich gut, bis auf die Magenkrämpfe und ich dachte, es wären irgendwelche Muskelverhärtungen. Er wiederholte dann nochmal die genaue Diagnose. Ich fühlte mich wie im falschen Film. Auch zum allerersten Mal, dass ich komplett ohne Bodenhaftung in meinem Bett lag. Ich war dann geschwächt von der OP und habe erstmal nur geheult wie ein Schlosshund. Was war die größte Herausforderung in dem Moment, als du die Diagnose erhalten hast? Im ersten Moment war es erstmal die nächsten Minuten zu überleben. Mit dieser Nachricht, die man doch mit der man bombardiert wird, wenn man so überhaupt nicht damit rechnet. Ich war damals mit meinen 43 Jahren wirklich kein Kandidat für Darmkrebs. Ich war in meinem Leben noch nie übergewichtig, habe immer relativ viel Sport gemacht und mich gesund ernährt. Es hat auch definitiv eine Weile gedauert, bis ich wieder klar denken konnte. Am Anfang ist man wirklich wie im Nebel und hofft immer noch, dass die Tür aufgeht und der Arzt sagt, sorry, wir haben uns getäuscht. Wann realisiert man, Heidi, dass die Tür nicht aufgeht, dass da keiner reinkommt und sagt, ich habe mich getäuscht als Arzt? Als man dann definitiv über Therapiemaßnahmen gesprochen hat. Und da fing ich das erste Mal an zu realisieren, dass ich die Sache, die Krebserkrankung, angehe, wie ich eigentlich eine Bergtour plane. Welcher Berg ist es überhaupt? Wie kommt man dorthin? Wie kommt man dort wieder zurück? Welche Jahreszeit? Welche Kleidung braucht man? Das war die Zeit, wo ich es akzeptiert habe, wo ich es angenommen habe. Welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Mit was kann ich mich identifizieren? Es gibt ja Alternative, ganz medizinische. Und welchen Weg will ich für mich gehen? Wie organisiere ich den Haushalt, die Kinder, mein Atelier, meine Workshops, die ich hatte? Heidi, ich habe einen Auszug aus einem Buchtext mitgebracht, den würde ich dir gerne vorlesen. Als wären Angst und das Gefühl der Machtlosigkeit nicht schlimm genug, fängt auch der Körper an, verrückt zu spielen. Haare fallen aus, in vermeintlich unpassenden Momenten fließen Tränen. Manchmal steht auch die eine oder andere Freundschaft oder die Beziehung auf dem Spiel. Sind das Dinge, die dir bekannt vorkommen? Meine Gefühlswelt hat komplett verrückt gespielt. Ich musste wahnsinnig oft weinen, ohne einen Grund zu nennen.
es sind einfach dann Bereiche, wo man sich selber nicht mehr im Griff hat, die durch die Veränderung ja nicht mehr greifbar, spürbar waren. Und dann sitzt man in der Chemotherapie. Man schläft viel, man liest. Ich war zur Ruhe gezwungen. Und da kam zum ersten Mal so eine Vision auf. Wenn ich das hier überlebe, dann will ich mich mit einem 8000er belohnen. Belohnen. Mir wurde relativ schnell klar, ich brauche ein Ziel. Und es ist in dem Fall dann keine neue Handtasche oder sonst was gewesen. Und dann war der Gedanke mal da. Und dann hat er mich nicht mehr losgelassen. Das heißt, du warst im Grunde am tiefsten Punkt deines Lebens und wolltest zum höchsten Punkt der Welt. Heidi, welche Reaktionen hast du von deinem Mann, von deinen Kindern, von deiner Familie, aber auch von deinen Freunden und Nachbarn bekommen? Ich glaube, die kennen mich. Ich hatte schon früher in einem anderen Ausmaß ähnlich verrückte Ideen. Ja, und dann mein Mann natürlich gleich, was soll es denn kosten? Er ist ja Schwabe. Und dann, und das ist für mich nochmal so ausschlaggebend, mit diesem Ziel, mit diesem Traum, da lief ich auf Hochtouren. Ich fing an, dann während den Chemotherapien wieder Sport auf leichtem Niveau zu treiben, aber ich bin während der Chemotherapie wieder joggen, laufen gegangen. Was haben denn deine Ärzte gesagt, als du denen gesagt hast, wenn ich hier raus bin und wenn ich hier fertig bin in 6 Monaten, bin ich auf dem Everest? Ja, ich hatte nicht nur Befürworter für mein Projekt, ich hatte auch viele, auf wo ich kämpfen musste oder mich rechtfertigen musste. Ihnen war es einfach nicht klar, wie man glücklicherweise den Krebs so besiegen kann und sich dann freiwillig in so eine Gefahr begibt. Heidi, wie wurde denn dann aus dem Wunsch die Realität? Ich kam nach Kathmandu in eine ganz andere Welt. Nepal gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Man merkt sofort, man taucht ein in eine ganz andere Kunst, in eine ganz andere Kultur, in eine andere Religion. Und das alles war über mir wie ein toller Bogen, der sich gespannt hat. Heidi, mit welchen großen Herausforderungen hattest du zu kämpfen? Man fragt sich immer wieder, ist mir der Sache gewachsen? Technisch schaffe ich es tatsächlich bis oben? Wie reagiert mein Körper nachher oben über 7000 Meter Höhen, über 8000 Meter Höhe? Man hat keine Erfahrung. Und das ist so das Ungewisse, was man bis oben mit sich trägt, fast am Schluss eigentlich. Also die Ungewissheit, was kommt auf einen zu? Kannst du Parallelen zur Diagnose, Frau Sand, Sie haben Darmkrebs, feststellen? Es ist diese Ungewissheit, die bei jedem von uns im Leben jeden Moment zuschlagen kann. Dann kam der 23. Mai 2012 und ihr seid aufgebrochen zum Gipfel des Mount Everest. Wir waren irgendwie wie Rennpferde, die endlich starten wollten. Man will endlich los nach über 6 Wochen Leben in dem Basislager. Man will los. Wir hatten einen zuverlässigen Wetterbericht, der sagte 5 Tage lang stabiles Wetter, nicht zu kalt, keine Winde, kein Niederschlag. Mitten in der Nacht zieht man los, ist völlig mit sich selbst beschäftigt, seinen Gedanken Schritt für Schritt. Es ist immer noch die Ungewissheit bei einem, ob man es bis zum Gipfel schafft. Es gibt noch diese Schlüsselstelle an dieser Etappe zu bewältigen, der Hillary Step. Ich habe nach dem Hillary Step kurz innehalten müssen, damit sich mein Puls wieder etwas beruhigt. Und dann habe ich das erste Mal realisiert, wow, das wird ziemlich sicher was mit dem Gipfel. Und am Gipfel unweigerlich die Tränen flossen. Es war um 4 Uhr morgens noch stockdunkel, die Sterne zum Greifen nahe. Und da wurde es mir auch nochmal bewusst, es war wirklich 1,5 Jahre her, nach meinem tiefsten Tief, jetzt auf dem höchsten Punkt der Welt, auf dem Dach der Welt stehen zu dürfen. Da sieht die Welt gigantisch friedvoll aus. Wir haben dann den Sonnenaufgang miterlebt. Und das war das schönste Naturschauspiel, was ich je erlebt habe. Der Everest hat dann noch im ersten morgendlichen Schatten geworfen. Und da wurde es mir gleich klar, wow, ich will mit dem Höhenbergsteigen weitermachen. Es war so ein einzigartiger Moment. Ich war dankbar, dass alles geklappt hat. Ich bin heute noch dankbar. Hast du natürlich an deinen Mann gedacht, an deine Kinder, aber hast du auch an deinen Arzt gedacht und an die Nachbarn, die gesagt haben, sowas macht man doch nicht? Beim Abstieg dann, ja. Beim Abstieg natürlich. Hast du denn die Berge deinen Kindern gewidmet, deinen dreien?
Ja, also da das jetzt dann alles so gut gepasst hat und wo ich vom Everest zurückkam, habe ich schon gesagt, ich würde gerne jedem meiner Kinder einen 8000er widmen. Und mein Mann hat jetzt im Dezember die Eiger Nordwand bekommen. Gab es auch den Gedanken unterwegs, ich schaffe das nicht? Ein wirkliches Aufhören, ich war nicht an meiner Grenze. Ein wirkliches Aufhören habe ich nie gedacht. Nie. Was würdest du anderen Krebskranken raten? Wie setzt man sich gute, aber vor allen Dingen auch erreichbare Ziele? Zunächst ist es einfach gut, man sieht die Krankheit als Chance. Nicht als Bedrohung, sondern als neue Chance, sich neue Ziele zu setzen, neue Wege zu gehen, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Ziele sollten machbar sein, aber natürlich eine gewisse Herausforderung bedeuten. Also keine Überforderung, aber auch keine Unterforderung, genau. Sondern eine Herausforderung. Und da muss man ein bisschen so in sich reinspüren. Es ist ja oft auch eine Mischung zwischen Wunsch, Ziel und Vision, was man so hat. Also nicht jeder, der jetzt mich gehört hat, muss sich das Ziel setzen, auch auf den Mount Everest zu steigen. Aber Ziele sollten machbar sein, weil sonst enden sie als Enttäuschung, wenn sie nicht erreicht werden. Halt die Hand aufs Herz. Wie sehr und worin hat dich die Krankheit verändert? Vorher habe ich funktioniert und fühlte mich in meiner Rolle auch sehr, sehr wohl. Aber jetzt mache ich diese Dinge viel konzentrierter, bewusster, entschleunige öfters. Heidi Sand war immer für alle da. Ich bin da entschlossener geworden, mal Nein zu sagen. Also Grenzen zu ziehen? Grenzen zu ziehen. Dieses Wort Nein, mir ist es zu viel. Dieses, was mir früher nie über die Lippen gekommen wäre. Wie, Heidi, gehst du mit dieser neuen Klarheit um? Welche Reaktionen gab es? Viele Veränderungen gab es im großen Freundeskreis. Viele haben sich abgewandt, wussten auch nicht, wie mit der Situation umgehen, waren überfordert. Giltst du als geheilt? Die magischen 5 Jahre sind geschafft. Nach der letzten Untersuchung habe ich wirklich ein kleines Fest gemacht und wir haben gefeiert. Ja, wir haben eine neue Ära eröffnet sozusagen. Wie lautet dein Lebensmotto? Wie ist dein Credo? Das muss ich jetzt 2 nennen. Also eins ist mir ganz wichtig, verliere nie deinen Humor, möge kommen, was soll. Und das zweite, ein ernsteres, akzeptiere dein Gestern und heute und du kannst morgen wieder frei durchstarten. Hat dein Leben eine andere Qualität bekommen? Es ist die Intensität, die anders ist, es ist das Bewusstsein, die Wertschätzung. Jeden Tag, wo man aufwacht und es geht einem gut, was überhaupt das Wort Gesundheit bedeutet. Weil es ist wirklich das Beste, das größte Glück, was uns passieren kann, ist, wenn wir jeden Tag aufwachen und wir gesund sind. Heidi, was macht einen Cancer Survivor aus? Also wir kriegen ja keinen Stempel drauf, dass wir jetzt Cancer Survivor sind. Aber ich glaube, was uns Betroffene alle verbindet, ist, dass wir freier, gestalterischer mit unserem Leben umgehen. Man sieht nach einer geraumen Zeit dann die Sache wieder klarer. Man zieht es durch, man weiß, man darf seine Träume verwirklichen und man ist selbst viel wert, man ist selbst kostbar. Man muss sein Leben spätestens dann selbst in die Hand nehmen, wenn es soweit ist, um zu überleben und auf eine gute Art zu überleben. Einen Cut machen, Schluss machen mit den Sachen, die mir nicht gefallen haben und ich kann offen sein für neue Dinge, die ich schon immer als Lebenstraum hatte. Heidi, wir sind am Ende unseres Gespräches angekommen. Mir bleibt mich ganz herzlich bei dir zu bedanken, dass du uns mitgenommen hast auf diese wunderschöne Reise, auf diese beeindruckenden Erlebnisse, die du uns geschildert hast, auf die letzten Jahre deines Lebens. Und sage ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir viel Gesundheit, alles Gute und immer sicheren Tritt bei deinen nächsten Bergtouren. Vielen Dank, lieber Stefan. Wir sehen uns wieder an der großen Bühne im Berliner Hauptbahnhof am 1. Juni 2016 beim 2. German Cancer Survivors Day. Und wenn Sie auch ein Cancer Survivor sind und uns Ihre Geschichte mitteilen möchten, würde uns dies sehr freuen. Auf der Homepage der Deutschen Krebsstiftung finden Sie alle Informationen hierzu. Tschüss und bis bald!